Sind die Strukturen der Abda noch zeitgemäß? Soll der oberste Apotheker in Zukunft vom Deutschen Apothekertag gewählt werden? Wie viel Demokratie, wie viel Beteiligung der Basis traut sich die Abda zu? Um diese Fragen stritten in München Establishment und Protestler der Apothekerschaft. Ohne Ergebnis zwar, aber mit Respekt. Die Fortsetzung auf dem nächsten Apothekertag ist garantiert. Das eine ist, dass es natürlich einfach eine gesellschaftliche Entwicklung hin zu neuen Demokratieformen gibt. Das ist nicht zu leugnen und ein großer Verband wie der unsere kann sich dem sicherlich nicht entziehen. Man muss nur dabei darauf achten, dass man das Ganze in der richtigen Reihenfolge macht. Also man kann nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen, was heute teilweise beantragt worden ist. Ich möchte eigentlich erstmal jetzt in einem gemeinsamen Prozess mit den Kollegen, die sich auf diesem Feld engagieren, lernen, welche dieser Instrumente tatsächlich für eine Verbandsarbeit geeignet sind, welche sich letztlich durchsetzen. Ich glaube, dass wir da noch, und das wissen letztlich, glaube ich, auch die Kollegen, die das vorgetragen haben, dass wir noch ziemlich am Anfang stehen, um wirklich richtig entscheiden zu können, das Instrument der direkten Demokratie, das Instrument von Liquid Feedback ist ein geeignetes für einen Verband wie den unseren. Haben Sie Verständnis für die Argumentation der sogenannten Protestapotheker? Ich habe Verständnis dafür, weiß aber aufgrund meiner eigenen Tätigkeit, dass das nicht der richtige Weg ist. Damit schaffen wir nicht so viel. Das ist meine Erfahrung. Wir haben einmal vor 5 oder 6 Jahren diese 4 großen Demonstrationen gemacht. Das war mit der Abda abgestimmt, war hervorragend organisiert. Das hat was gebracht. Aber diese Einzelaktionen bringen momentan nichts, muss ich deutlich sagen. Ich meine, so wie die Abda vorgeht, ist es besser. Ich kann schlecht ermessen, welchen Einfluss die Abda letztendlich auf Dinge nehmen kann. Ja? Aber in dieser Hinsicht Rabattverträge vermisse ich einen Ruck, der durch die ganze Apothekerschaft geht. Von ganz unten bis ganz oben. Also zum Teil bin ich ganz froh, dass sehr viele Diskussionen aufkommen und dass auch kontrovers diskutiert wird. Für meinen Geschmack könnte es noch etwas politischer zugehen. Also ich glaube, da muss man ganz neue Wege gehen, weil die bisherigen Wege zeigen, also Kammerversammlung, Bezirksversammlung, dass man da die jungen Leute einfach nicht mehr begeistern kann für Politik. Ich glaube, man muss ganz neue Veranstaltungen finden, ganz neue Themen finden und eben auch die Möglichkeit bieten, schon als junger Pharmazeut an Entscheidungen auch teilzuhaben. Weil man muss ja jetzt immer durch so eine ganz lange Mühle durch, bis man dann irgendwann mal da ankommt, wo man auch Entscheidungen mittragen kann. Und ich glaube, das schreckt ganz viele ab. Die Anträge, die bislang von den kritischen Stimmen aus der Apothekerschaft eingebracht worden sind, sind teilweise deutlich, teilweise recht knapp abgelehnt worden. Ich hätte mir von diesem Apothekertag mehr Initiative erwartet in Richtung einer Öffnung zur Basis hin und einer Öffnung, selber das Heft in die Hand zu nehmen gegenüber der Mitgliederversammlung der Abda in Berlin. Vielleicht geht ein Ruck durch die Delegiertenschar, mehr für sich selber und für die Apothekerschaft zu tun, auch innerhalb der Abda. Diese Hauptversammlung, wie sie sich ja offiziell nennt, ist zwar ein Beschlussgremium, aber ich denke, sie hat keine tatsächlichen Zähne bislang gezeigt. Ich würde mir wünschen, dass die Delegierten mehr Zähne zeigen. Protestapotheker kann ich nachvollziehen, aber zum Teil erscheint mir das ist eine uralte Kiste. Wir hatten in der Zeit 1900, jetzt lassen Sie mich denken, in den 80er Jahren gab es in Berlin eine Frau, Kollegin Simon, SEW, Sozialistische Einheitspartei West-Berlin. Die hat genau das gemacht, was hier passiert. Sie wollte Basisdemokratie haben. Und das, was die Apotheker machen, ist Basisdemokratie. Wir werden in die Kammern gewählt als Delegierte. Wir werden über die Kammern in eine Abda, also in eine Gesamtkonstruktion. Und die Delegierten der Kammern entscheiden da nach einer repräsentativen Demokratie demokratisch. Und es geht einfach nicht an, dass ich jede kleine Gruppe überall mitreden lasse. Das ist Stuttgart, Chaos Stuttgart. Kurz zusammengefasst, es ist nicht das richtige Gremium, um hier über Demokratie oder Veränderung der Abda zu diskutieren. Das kann ich nur in meinem Land machen, denn wir sind hier auf der Apothekertag Delegierte von Kammern und Verbände der einzelnen Länder. Die Abda ist ein Zusammenschluss von den Ländern und ich muss anfangen, in meinem Land versuchen,
wenn ich der Meinung bin, es ist zu wenig Demokratie dort, dann muss ich von da an der Basis anzufangen und dann nach oben zu gehen. Und ich verstehe den Unmut der Basis, die immer sagt, was machen die da oben? Aber Tatsache ist, dass die Basis sich kaum beteiligt. Ich kann Ihnen für die Apothekerkammer noch rein sagen, dass vielleicht 300 Leute in der Berufspolitik tätig sind. Wir haben aber 10.000 Mitglieder. Ich denke, dass sowieso der eine oder die eine oder andere Lehrer auch aus diesem Apothekertag gezogen werden wird. Und dazu gehört auch, wie wir mit diesen Dingen zukünftig umgehen.